haben er und seine Anhänger haben mehr Schaden als Gutes bewirkt. Aber ich wünsche ihm nichts Übles. Und da bin ich also mittendrin gefangen in ihrem Machtkampf. Ihr habt einen knochigen Finger. Die Krise kann aber weder Kolz noch Redrich lösen, denn beide sind nur sterbliche Männer. Wir müssen uns Berat zuwenden, denn er ist der Zwillingsgott, der den Segen von Gottheit, Frieden und Ausgeglichenheit bringen wird. Deshalb müssen wir zu Berat beten, denn wenn wir das Ende von Weidwards Vermächtnis erleben möchten, müssen wir das machen. Jakku ist in Sicherheit. Er bat mich, dir von der Schnitzerei zu erzählen, die du ihm gabst. Netmas Augen weiten sich. Mit plötzlicher Vitalität schießt er nach vorne und packt dich am Arm. Oh, den Göttern sei Dank. Danke sehr. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand, das heißt, ich fürchtete, er schüttelte den Kopf. Ich wollte nicht, dass er dem bleichen Ritter so früh entgegentritt. Netmar zieht sich zurück, um sich zu sammeln. Hier, vielleicht wird das zur Belohnung reichen. Er zieht einen großen Eisenschlüssel aus seiner Robentasche und gibt ihn dir. Diese Schlüssel öffnet eine Tür des Skriptoriums. Er deutet nach Westen. Und von dort aus kannst du die Kapelle erreichen und damit Fürst Redrick, ohne dabei auf zu viele Wachen zu stoßen. Nimm auch das hier. Ich habe nur wenig Reichtümer anzubieten, daher gebe ich dir besser etwas Nützliches. Bevor du gehst, habe ich noch eine eindringliche Bitte an dich. Trotz seines Mankos hat Fürst Redrick den Göttern stets gehorsam gedient und er hat nur das Beste für Goldheit im Sinn. Es könnte sein, dass er sein Ziel erreicht, genügend Zeit vorausgesetzt. Bitte zieh das in Betracht, bevor du Gewalt anwendest. Ich dachte, du würdest Kolskas Herr von Redricks Festung bevorzugen. Ich bevorzuge ihn, da er ein Mann mit Weitblick ist. Kols aber wird von einem Hunger nach Macht angetrieben, selbst wenn er mir damit Gutes tun will. Er wird nicht von seinem Glauben geleitet. Trotzdem, er ist mein Freund, und daher bin ich bereit, Kolz bei der Wiederherstellung der göttlichen Kunst für die Lande Goldtas zu unterstützen. Das heißt, sofern Fürst Redrick fällt. Was öffnet dieser Schlüssel? Er ist ein Hauptschlüssel, Neva winkt beim Sprechen mit seinen Händen. Er wird dir zwar nicht jede Tür öffnen, aber damit kommst du zu den Stufen, die zur Kapelle des Fürsten herunterführen. Außerdem wird er alle Türen des Hauptsaals der Burg ausschließen. Wenn du dort entlang gehst, muss ich aber auf schwere Kämpfe gefasst machen. Hatten wir schon mal. Ich bräuchte eine Rast. Aber sicherlich möchtest du nicht. Nidmar verlagert unmerklich sein Gewicht und schaut zum Gang hinaus. Nun gut, ich kann dich nicht darum bitten, dich in den Kerker zu wagen, wenn du nicht im Vollbesitz deiner Kräfte bist. Hol dich etwas aus, ich werde dafür sorgen, dass niemand hereinkommt. Ja, ich möchte mal kurz 8 Stunden rasten. Danke, Kumpel. Hier hätten wir noch mal eine gute Robe und einen Heilzauber. Den Heilzauber hätte ich gerne, den Rest lassen wir dir mal. Das ist nämlich wahrscheinlich dein Zeug. Ein Heilzauber, Schriftrolle des Schutzes. Ich hoffe mal, du kannst sowas sprechen. Und du hast einen Haufen Tagebücher, Magiebücher. Was ist da drin? Trank des gnadenlosen Starrens und ein Haufen Geld. Nee, dem seine Reichtümer klauen wir mal nicht. So. Dann können wir wohl durch die Tür hier schreiten. Kommen in die Kapelle und können vielleicht mit Redrick doch noch verhandeln. Nachdem wir 80% seiner Besatzung, seiner Truppen getötet haben. Ich hoffe es eigentlich mal, weil Hagrim ist kein schlechter, jedenfalls nicht diese Version von Hagrim. Das, was ich hier jetzt so alles angestellt habe, war eigentlich absolute Verpeiltheit. Hallo, kleine Kapelle. Gucken wir mal, ob wir mit Fürst Redrick reden können. Meister von Berat. Okay, wir sollten keinen... Wir haben schon so viele Berat-Paladine getötet. Das war auch nicht so gut. Okay, wir sind hier im offenen Feld. Da sitzt Fürst Redrick, würde ich annehmen. Die Leute, die halten inne.
Günstling Berats, Berat Paladin, zwei Meister, Erzmagier. Er möge sich nähern. Fürst Redrick, der Siebte, grüßet mit einer kunstvollen Plattenrüstung und umgeben von. Ach, gerüstet mit einer kunstvollen Plattenrüstung und umgeben von mehreren Wachen, die dich alle mit stiller Feindschaft anstarren, beobachtet dich von seinem Thron aus. Seine Augen wirken hohl und die Blässe des hageren Gesichts des Mannes lässt es im Kontrast zu seiner dunklen und umgekämmten Haaren düster wirken. Auf einem Steinarm des Throns wurde ein Dolch abgelegt, von dessen Klinge sich ein dünnes, blutroses Rinnsal auch dann noch an Redricks Fingern vorbei nach unten schlängelt, als er sich schon vorbeugt, um dich mit durchbohrendem Blick anzusehen. Ich dachte, er würde besser aussehen, trotz der ganzen... Hust, hust. Wieder so eine Anspielung auf eine gewisse Serie. Das Gesicht ist zwar ruhig, aber du bemerkst, wie seine Hand zu seiner Waffe gleitet, als hätte sie ihren eigenen Verstand. Anscheinend muss ich mich bei dir bedanken, dass sich in meiner Burg jetzt das Chaos breit macht. Eigentlich hatte ich eher eine ganze Armee von Invasoren erwartet. It is unlike Kolsch to hire mercenaries, or foreigners for that matter. And you are not one of mine. So I cannot accuse you of treason. Söldner anzuwerben ist gar nicht Kolschs Art. Redricks Stimme spricht tief und krächzt sehr staatlich an. Oder Ausländer, was das betrifft. Und du gehörst nicht zu meinen Leuten. Er lächelt grimmig, wodurch seine weißen Zähne zum Vorschein kommen. Oh, er hat mal weiße Zähne, keine gelben, ungepflegten. Das heißt auch, dass ich dich nicht des Verrats beschuldigen kann. Seine Finger schließen sich locker um den Knauf seines Dolches, als wolle er überprüfen, ob er immer noch da ist, und zuckt dann zurück. Vielleicht hätte er solche Taktiken früher in Betracht ziehen sollen. Du hast mit meinen Wachen kurzen Prozess gemacht. Er kneift seine Augen zusammen. Sie waren mir gute, loyale Diener. Meinen Münzen zumindest. Sie hatten ein bitteres Schicksal verdient, als das, was du ihm beschert hast. What has my cousin promised you? Some grand reward? If he had any resources to his name, he would not covet mine. And if he had any honor in him, he would not have tried this here, now, when I have lost so much. Ach nee, jetzt fliegt hier bei mir eine Fliege rum. Was hat dir mein Cousin versprochen? Eine reiche Belohnung? Wenn mit seinem Namen irgendwelche Ressourcen verbunden wären, würde er meine nicht begehren. Redricks Gesichtsausdruck wird härter. Und er wäre ein ehrenvoller Mann gewesen, hätte er das nicht erst versucht. Doch dazu jetzt, wo ich so viel verloren habe. Kolks ist dein Cousin? Oh, yes. We are kin, he and I. He was raised within these walls, in fact. Privy to all the privileges our family had to offer. But a greedy man always hungers after more than he receives, however bountiful. I was eldest, heir to the stewardship of our lands, and he was not. Oh ja, er und ich sind verwandt. Er ist sogar hinter diesen Mauern aufgewachsen. Er wusste um alle Privilegien, die unsere Familie anzubieten hatte. Ein gieriger Mann aber lechzt immer nach mehr, als er bekommt, wie großzügig das auch sein mag. Ich war der älteste Erbe des Verwalteramts dieser Ländereien, er nicht. Im Zuge des Vermächtnisses kam das Chaos hierher, Panik und Verzweiflung. Kolsch nutzte dieses Chaos aus und siedelte Zwietracht in unseren Reihen. Mit falschen Versprechungen gewann er loyale Männer und Frauen für seine Sache. Gute Männer, gute Frauen. Einen Moment lang schweift Redricks Blick in die Ferne, dann schottete er plötzlich mit kräuselnden Lippen an. Er floh rechtzeitig aus der Burg, um sich in der Wildnis hinter dem Dorf zu verkriechen, um die Rolle eines Gemeinen zu spielen, um sich die Gunst der Leute zu erschleichen. Und während er den Eroberer spielt, hat das Tal zu leiden, Familien, Händler, alle. Ich habe nicht genügend Männer auf, um die Straßen zu bewachen und uns gegen Kolsk Überfeld zu verteidigen. Darunter hat meine Aufmerksamkeit zu leiden, meine Herrschaft, meine Familie. Redrick atmet durch seine Nase aus. Und wenn wir jederzeit von seinen verräterischen Ränken heimgesucht werden, kann ich auch nicht mehr die notwendigen Anstrengungen unternehmen, um diesem Fluch ein Ende zu setzen. Deuten wir mal auf den Dolch, weil was wir verloren hat, wissen wir eigentlich. A just sentence. Redrick wendet leicht den Kopf, um den Dolch zu betrachten.
Sein Gesichtsausdruck wird von einer plötzlichen, bedachten Stille erfüllt. Ein gerechtes Urteil. Seine Stimme wird zögerlich. Genau in diesem Moment zuckt Trauerschmerz über sein Gesicht. Ygritte wusste es. Sie versteckte die Verse von mir, die Andenken. Sie wusste, was ich damit getan hätte. Der zersplitterte Gott hat unsere Beziehung vermutlich giftet. Er machte sie taub gegen meinen Befehl. Erst als unser Sohn geboren war, dieses hohle Ding, dieses Monster, dann wussten wir, zu was ihre Verbrechen geführt hatten. Redrick wirft dir einen elenden Blick zu. Er malt mit den Zähnen, sein Gesicht ist vom Ausbruch der Gefühle gerötet und fleckig. Es war unerträglich. Plötzlich fährt er eine Hand an seine Schläfe und verdeckt damit sein Gesicht. Was weiß Kolk schon von Opfern? Er würde sich darin schwelgen, uns einen nach dem anderen vergehen lassen und Berats Strafe erledigen, bis auch die letzte Seele zu ihrem ewigen Ruheort geht, wo Goldtal nicht mehr als ein Ödland ist. Du hast deine eigene Frau ermordet, dein Kind? Ich verstreckte lediglich das Urteil. Hätte ich sie denn in die Hände eines Henkers geben sollen? Im Dürrwald nehmen wir die Gerechtigkeit in eigene Hände. Redrick setzt sich wieder in seinen Thron auf, er klammert sich so fest an die Armlehnen, dass die Fingerknöchel weiß sind. Und dieses Ding, diese stumme Anomalie, hatte nicht genug Leben in sich, um es zu töten. Er kneift seine dunklen Augen zusammen. Behalte bei Beschuldigungen für dich eindringlich, ich habe meine Pflicht getan. Ich könnte angreifen. Was hast du verloren? There is a plague among us here in Gilded Vale. The legacy is but part of it. The rest is fear, heresy, perversion. Each incident alone is but the flicker of a candle. But together, a blaze that will destroy us. Viel. Redrick ist einige lange Augenblicke lang still. Unter uns hier in Gotthell ist eine Plage. Das Vermächtnis ist nur ein Teil davon. Der Rest ist Angst, Ketzerei, Perversion. Jeder Vorfall ist kaum mehr als das Flackern einer Kerze. Zusammen aber bilden sie eine Feuersbrunst, die uns vernichten wird. Das Vermächtnis ist eine Prüfung des Glaubens, die viele in den Wahnsinn getrieben hat. Sie klammern sich an falsche Versprechungen, an dunkle und schreckliche Dinge. Jede gestattete Lüge speist das Feuer, jedes Flüstern von heuchlerischen Scharlatan und giftzüngigen Hebammen. Die Worte falscher Propheten, die Versprechen toter Götter. Er ballt eine behandschuhte Hand zusammen. The flame consumed her. My Ygritte. And our child with it. Die Flamme hat sie verzehrt, meine Ygritte. Redrick schaut auf den Dolch und die Worte bleiben ihm kurz im Hals stecken. Und unser Kind mit ihr. Unter deiner Herrschaft hat Goldtal viel zu leiden gehabt. Ich bin nicht von Kolz geschickt worden, das wäre eine Lüge. Unglaublich stößt Redrick ein tiefes, ärgerliches Geräusch aus. Und du glaubst, dass dieser Anführer Kolz ist? Was versteht er davon, was es heißt, ein Tain zu sein? Er hat einen mickrigen Haufen ungebildeter Bauern und Plünderer um sich geschart und schickt sie in Selbstmordaktion gegen meine Wachen los. You are a pawn in Kolsch's designs. And he has kept his motivations from you for a reason. I wonder if you understand what it is you do, or what you might accomplish if you were better informed. Du bist nicht mehr als ein Bauer in Kolks Spiel, und seine Absicht hat er nicht grundlos vor dir verborgen. Ich frage mich, ob du überhaupt verstehst, was du hier tust. Er studiert dich mit Redrick studiert dich mit weder Intensität. Oder was du erreichen könntest, wärst du besser informiert. You have proven your competence in your way. And had I such an ally, we might together put an end to Gilded Vale's woes, lift the curse once and for all, and in doing so, return us to a life where such strict measures are not necessary. Du hast auf deine Art deine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Hätte ich solch einen Verbündeten wie dich, könnten wir zusammen den Leiden Goldtals ein Ende bereiten. Wir könnten den Fluch ein für alle Mal besiegen und zu einem Leben zurückkehren, in dem solche strengen Maßnahmen nicht erforderlich sind. Was ist mit Goldtal geschehen? Das Vermächtnis, flüstert Redrick.
Kurz nach dem Tod des zersplitterten Gottes fiel Weidwens Vermächtnis über unsere Lande. Er schüttelte den Kopf. Und mit dem Vermächtnis kam die Verzweiflung. Wie hätte das auch anders sein sollen, wenn uns der Fluch unserer Kinder beraubte, unserer Hoffnung? Ich wusste, dass Berat solche Grausamkeiten nicht dulden würde, es sei denn, wir hätten seine Gunst verloren. Manche im Dorf klammern sich noch immer an einen falschen Glauben und huldigen dem falschen Gott. Sie verehren ihn im Geheim, obwohl sie wissen, was das über uns bringt. Meine eigene Frau setzte ihre Ketzerei gegen meinen Willen fort, und als unser Kind geboren wurde, sahen wir, dass keine Sünde unerkannt bleibt. Er malt mit seinen Zehen. Kein Mann kann sich Berats Urteil entziehen, keine Frau. Alex schaut den Dolch an, der auf dem Thron liegt. Ich werde das Notwendige tun, damit wir nicht mehr vom rechten Weg abkommen. Die letzten dieser Kultisten aus unserem Dorf auszumerzen, hat aber eine Zeit gedauert. Zeit, die Kolfs zusammen seine Truppen genutzt hat.